Du möchtest, dass in deinem Arbeitszeugnis einmal steht, auch in hektischen Situationen hat XY stets kühlen Kopf bewahrt und die richtigen Entscheidungen getroffen? Hey, das kriegen wir hin, dank den folgenden drei Tipps und Gedankenbildern. Erstens, achte auf deine Atmung. Wenn du deine Atmung bewusst steuern kannst, wirst du deiner Emotionen Herr werden und sie beeinflussen können. Es wird dir gelingen, die Energie deiner Emotionen für dich nutzbar zu machen. Wichtig ist, dass du in stressigen Situationen rhythmisch und regelmäßig ein- und ausatmest. Zähle auf 4 beim Einatmen und wiederum auf 4 beim Ausatmen. Dadurch wird sich deine Herzrate stabilisieren, was deinem Körper wiederum suggeriert, dass er seine Situation unter Kontrolle hat. Du wirst klarer denken und handeln können. Kombiniere diese Technik mit der 20-Sekunden-Regel aus meinem Video zu kompetitiven Arbeitsumfeldern und du wirst begeistert sein. Zweitens, der innere Held. Entwickle für dich ein Gedankenbild eines inneren Helden und dann sei dieser Held. Ein Beispiel. Brad Pitt ist bekannt für seine stoischen Rollen in seinen Filmen. Nichts bringt ihn jemals aus der Ruhe. Siehst du ihn auch gerade vor dir in Ocean's 11? Cool am Telefon, während rund um ihn die Hölle ausbricht. Sei Brad Pitt. Sei Meryl Streep. Sei Thor. Sei Erin Brockovich. Welche Heldin, welcher Held bist du? Was würde dein Held in dieser hektischen Situation tun? Würde er sich beklagen? Würde er sich rechtfertigen? Würde er ausrasten, die Nerven verlieren? Wohl nicht. Also, in hektischen Situationen, sei der Held, sei die Heldin, die du schon immer sein wolltest. Drittens, nimm nichts persönlich. Benutze das Bild der Apatheia aus der antiken Philosophie. Apatheia steht für Erstrebenswerte, Unerschütterlichkeit und Seelenruhe und ist zu unterscheiden von der Apathie, die wir heute als eher negativ betrachten. Zeige dein unerschütterlichstes Äußeres. Benutze dafür ein berühmtes Gedankenbild der Stoiker. Stell dir nämlich vor, du bist ein Stein, an dem alle hektisch geladenen Impulse wirkungslos abprallen. Anhand dieser drei Tipps und Gedankenbilder bestehst du im hektischen Arbeitsalltag. Übe sie, vor allem das Atmen, bei jeder Gelegenheit. Das heißt nicht, dass du deswegen zum gefühllosen Wesen mutierst, sondern dass du weißt, dass deine Emotionen nichts anderes sind als Energie. Und du auch weißt, wie du diese Energie nutzbar machen kannst. Ein starkes Pferd und du, dessen Reiter, du lenkst das Pferd und nicht umgekehrt. Danke, dass du meine Videos schaust und sie mit deinen Freunden teilst, von denen du weißt oder ahnst, dass sie sie genauso gut brauchen können. Auf meinem Kanal findest du mittlerweile schon fast 90 Videos rund um Bewerbung, Job und Karriere. Klick dich durch und erfahre mehr. Wir sehen uns also im nächsten Video, okay? Ciao, ciao.